Hi, schön, dass ihr auch da seid. Ja, ich habe ein neues Video für euch gemacht. Ich war am Wochenende auf dem Superlauf der LAP Challenge in Ingolstadt beim SLA Ingolstadt und ja, hatte dort ein sehr spaßiges, sehr erfolgreiches Wochenende und natürlich auch für euch ein sehr informatives Wochenende. Ich habe mich mit dem Jochen Müller unterhalten über die neue Klasse in der LAP Challenge. Die LMP-Klasse, die Le Mans Prototypen-Klasse und was der Jochen mir da alles so erzählt hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, hallo liebe Leute, ich sitze hier mit dem Jochen Müller von LRP und Jochen und ich, wir wollen uns mal ein bisschen über die neue LMP-Klasse in der LRP-Challenge unterhalten. Ja, Jochen, hallo erstmal. Hallo du. Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Idee, was steckt dahinter, wie kamt ihr darauf, überhaupt diese Klasse einführen zu wollen? Ja, wir haben halt gesehen, dass die Formelklasse durchaus Interessenten gefunden hat und über die Jahre immer weiter angestiegen ist. Und da haben wir überlegt, wie können wir so eine Klasse in die Challenge integrieren. Und im Zuge der Diskussion, wie wir das am sinnvollsten machen können, kamen wir halt auf die Idee, einfach mal über andere Karosserien nachzudenken. Haben festgestellt, dass die Le Mans Prototypen eigentlich im RC-Car-Sport so gut wie gar nicht verbreitet sind im Augenblick im Elektrobereich und haben überlegt, lass uns das einfach mal probieren. Haben uns einen Deckel gesucht, haben uns ein Auto genommen und haben es einfach mal probiert. Okay, das heißt jetzt für unsere Zuschauer da draußen, wir haben jetzt ein Standard F1-Chassis, aktuell, wie sie aktuell vertrieben werden. Ne? Und wir stecken da einfach einen LMP-Deckel drauf und dann wird genauso gefahren wie zuvor, sag ich mal, oder habt LRP da ein spezielles Reglement für die Klasse? Es wird natürlich ein spezielles Reglement geben. Das heißt, wir werden den Deckel vorschreiben, es wird ein Einheitsdeckel werden. Wir werden LRP-Räder vorschreiben. Wir werden den X20 21,5 Turns als Motor definieren, die gleichen Regler zulassen, die in der Challenge schon so zugelassen sind. Und werden aber zusätzlich, zumindest an der Anfangsphase, auch die Kombos zulassen, die im ETS verbreitet sind, um auch den Fahrern die Möglichkeit zu geben, kostenlos einfach oder relativ kostengünstig, sagen wir mal, einfach mal zu probieren, ob denen die Klasse Spaß macht, ob die sich vorstellen können, sowas zu fahren. Das heißt quasi, es ist in der Anfangszeit relativ offen mit der Scorpion-Kombo, mit der Hobbywing-Kombo und halt die LAP Boost 0-Geschichten plus den X20 21,5 Turns. Ganz genau so haben wir uns das vorgestellt. Okay, Jochen, dann wollen wir uns mal kurz das Auto ein bisschen genauer anschauen. Ja, erzähl doch einfach ein bisschen was dazu. Ich halte mal die Kamera drauf hier. Okay, also wir haben hier einfach das Auto, was auch gerade im Rennen schon eingesetzt worden ist, vom Stefan Köhler. Nehmen wir den Deckel mal runter. Dann sehen wir einfach ein ganz normales Formelchassis, in dem Fall der aktuelle Asso, der gerade in den Markt eingeführt wird. Die einzige Veränderung, die hier vorgenommen worden ist, ist im Prinzip, dass wir hier vorne für die Karosserieaufnahmen Veränderungen vorgenommen haben. Das heißt, wir mussten irgendwie dafür sorgen, dass der Deckel stabil liegt und haben die hinten etwas verbreitert. Es ist Modellbau, das kann jeder machen, wie er möchte. Da haben wir nichts Wesentliches definiert. Bei anderen Autos haben wir die Aufhängung oder die Karosserieaufnahmen so gelassen und fertig. Heckspoiler abmontieren ist klar. Also sieht ein bisschen albern aus mit zwei Stück. Ja, mehr braucht man nicht tun. Also im Prinzip Deckel kaufen, draufstecken, Spaß haben. Okay, also es ist quasi die Klasse bewusst offen gehalten, damit die Formelfahrer auch sagen können, ich habe da Bock drauf, mal LMP auszuprobieren. Das heißt, Deckel drauf, Karohalter umstricken, fertig. Ja, absolut, genau das war die Idee dahinter. Und ich muss sagen, ich habe die Klasse mitgetestet mit den ersten Autos in einer Rennstrecke im Westen. Geilenkirchen, wer mal hin möchte. Die Skepsis, selbst die größten Skeptiker sind dann doch angetan gewesen, weil das Fahrbild von dem Auto ist schon ein bisschen anders als von Formel. Keine freistehenden Räder, da glaube ich, braucht man nicht näher drauf einzugehen. Also es ist definitiv ein bisschen was anderes vom Fahrbild her. Es ist etwas einfacher zu fahren, finde ich, als ein Formelauto, aber es ist nicht schlechter zu fahren. Also es macht einfach riesen Spaß, mit dem Auto zu fahren. Wie wir gesehen haben, es gehen auch Zweikämpfe mit dem Auto völlig problemlos. Und die Jungs, die hier gefahren sind, die haben einfach Spaß gehabt. Und auch die mein Auto einfach mal probiert haben und das Auto von Ulf Bohländer probiert haben, der auch viel getestet hat, die waren alle mega begeistert von dem Auto. Ja, muss ich selber auch sagen, ich als Zuschauer von der ganzen Klasse muss ehrlich sagen, als aktiver Formelfahrer mit den freistehenden Rädern, es ist einfach was völlig anderes. Das Fahrbild sieht, finde ich, sehr gut aus.
Und wie gesagt, gerade dadurch, dass durch die halt nicht mehr freistehenden Räder die Zweikämpfe jetzt wirklich möglich sind im Vergleich zu einem Formelfahrzeug, macht es dadurch, finde ich, auch optisch was her und hat mehr Racing Spirit, würde ich fast so behaupten. Ja, nicht vergessen sollte man eins. Es bleibt natürlich das typische 2WD-Feeling erhalten bei der Klasse. Das heißt, du kannst dich einfach in die Kurve reinhämmern wie mit einem 4WD und dann auf die Bremse trampeln, sondern man muss den Jagdschlapp schon ein bisschen vorsichtig nach vorne drücken, sonst bricht so ein Auto aus. Das ist im Formel genau das Gleiche. Also wer da Angst hat, dass man plötzlich da ein furchtbar stabiles Auto hat, im Gegensatz zum Formelfahren, braucht sich keine Sorgen machen. Das Fahrverhalten ist sehr ähnlich. Wir haben etwas mehr Lenkung, bedingt durch den etwas höheren Anpressdruck durch die Karo insgesamt, aber wir haben auch ein bisschen weniger Anpressdruck auf dem Heck, weil die Karo halt etwas weiter vorne abgeschlitzt wird. Also das Fahrverhalten von dem Auto ist sehr ähnlich einem Formel. Die Formelfahrer werden sich nicht großartig umstellen müssen. Auch das Setup vom Auto braucht man nicht großartig ändern. Okay, das klingt an sich schon mal sehr gut. Sonst so zu den Daten der Klasse. Wann wird LAP gedenken, die Klasse in die Challenge einzuführen? Wann werden die Teile dafür schon verfügbar sein, sprich der LAP-eigene Einheitsdeckel und die LAP-eigenen Einheitsreifen? Ja, also die Planung war erstmal jetzt hier die Demo abzuwarten, ob unsere Teppichräder funktionieren werden. Ich denke, da können wir uns den Schweiß von der Stirn wischen. Die funktionieren super gut, sind wir sehr zufrieden. Da wird die Produktion unmittelbar nach Abschluss dieser Veranstaltung hier sicherlich aufgenommen werden. Ich denke, realistisch ist, dass wir Anfang, Mitte Juni soweit sind, dass wir sagen können, wir führen die Klasse ein, das Material ist verfügbar. Schneller nicht, weil wir möchten das, was wir einsetzen, auch vorher vernünftig getestet wissen und alles andere werden Schnellschuss, den machen wir nicht. Seitens der Challenge wollen wir, dass die Klasse von Anfang an funktioniert. Und ich denke, Juni wird der erste Einsatz von dem Auto sein. Okay, wird denn die Challenge erst quasi ab der DM erweitert oder im Vorfeld schon? Da ist der Challenge-Vorstand noch in den Überlegungen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wann wirklich alles verfügbar ist. Wenn wir es auf der DM fahren wollen, müssen wir es vor der DM einführen, was dazu führt, dass wir sicherlich keine 3 Qualifikationsläufe, sondern im Moment überlegen wir, dass wir zumindest einen Qualifikationslauf gefahren haben müssen. Da müssen wir nochmal ziemlich genau die Terminkalender der einzelnen Challenge-Gruppen abklopfen. Sind wir noch nicht ganz fertig mit. Wir hoffen, dass wir es auf der DM schon fahren können. Alles klar. Super, Jochen, damit danke ich mich erstmal für das kurze Interview mit dir und die Informationen für die neue LAP-Challenge der LAP-Klasse. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es ein bisschen gefallen. Und ja, Jochen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal, Papa Schlumpf. Alles klar.